Der Monat ist vorbei und wir haben wirklich viele Produkte getestet und einige davon haben es auch in dieses Video geschafft, nämlich meine Monatsfavoriten März 2023. Und heute habe ich ein paar Produkte, die ich euch noch nie gezeigt habe und ich sage euch auch den traurigen Grund dahinter. Und deswegen hoffe ich, dass es euch gut geht und falls nicht, wünsche ich euch, dass es euch mit diesem Video ein bisschen besser geht. Einen wunderschönen guten Tag, ihr süßen Mäuse. Ich weiß nicht, was los ist. Wir haben darüber schon mal geredet, dass ja, es rennt. Es rennt einfach wie ein Rinnsal an uns vorbei. Und der März ist schon durch. Wir sind jetzt einfach schon im April. Ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben. Aber je schneller das Jahr vorbeigeht, desto näher sind wir an Weihnachten dran. Und da gibt es Geschenke an Weihnachten vielleicht, wenn wir lieb sind. Nein, Spaß beiseite. Ich habe diesen Monat wirklich extrem viele verschiedene Produkte getestet. Ich habe mir vorgenommen gehabt, ein bisschen mehr darauf zu achten, verschiedene Sachen zu testen, als unbedingt alte Produkte aufzubrauchen. Und demnach sind hier auch sehr, sehr viele neue Produkte drin. Einige habe ich euch mal bei Instagram gezeigt, einige kennt ihr noch gar nicht, weil ich sie noch so ein bisschen zurückgehalten habe. Und ich würde vorschlagen, wir hüpfen auch direkt ins Video. Freunde, 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 wir starten so ein bisschen strukturierter mit Skincare. Ich habe jetzt meine Skincare für heute schon drauf. Ich wollte euch aber noch zwei, drei Sachen zeigen. Nummer 1, dieser Sonnenschutz. Ich habe den jetzt schon, glaube ich, fünfmal gezeigt, kriege trotzdem immer noch Fragen nach diesem Sonnenschutz. Das ist der L'Oréal Revitalift Clinical Lichtschutzfaktor 50. Das ist für mich, für den Alltag, der beste Lichtschutzfaktor, muss ich sagen. Der ist nicht fettend, der zieht super schnell weg, er hinterlässt keinen Film und er schützt meine Haut wirklich sehr, 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 sehr gut. Also große Empfehlung. Der ist ein bisschen teurer, aber im Vergleich zu La Roche-Posay, wo das dazu ein Dupe sein soll, gar kein Problem. Ne? Also im Vergleich, ganz sicher. Mag ich super, super gerne, ist auch für mich aktuell der beste mit 50. Ich habe hier noch einen anderen, den kann ich euch nicht zeigen. Der ist aber nur 25 und ist für die Tage, wo ich nicht rausgehe. Seht ihr später. Ansonsten habe ich das hier noch von La Roche-Posay. Ich wollte heute in die Drogerie gehen und das Dupe dazu von, ich glaube, Garnier holen. Das ist ein Spray. Das finde ich ein bisschen komisch, weil du siehst nichts auf der Haut. Ne? Wenn ich Sonnencreme auftrage, eine flüssige, dann weiß ich, wie viel habe ich aufgetragen. Hier sehe ich das nicht, aber für zwischendrin oder für drüber ist das ganz gut. Ich habe auch gestern Nacht eine Bestellung getätigt und habe ein Mineral Powder, ein Sonnenschutzpuder gekauft. Und das möchte ich unbedingt auch noch testen. Dazu kommen wir dann. Ansonsten noch etwas. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte einmal unten. Bei manchen habe ich sogar einen Rabattcode, bei manchen nicht. Ich schaue mal, dass ich euch das sortieren kann. Eine Empfehlung, das habe ich mir nicht selber gekauft, das habe ich geschickt bekommen von Aveda. Aveda ist eine Haarpflegebrand, die verschiedene Produkte hat für die Kopfhaut, für die Haare. Und ich kannte die Tatsache noch nicht. Ich hatte irgendwann mal ein Serum bekommen, das fand ich ganz gut, aber das Ding hier war wirklich ein Game Changer. Ich habe euch erzählt, dass meine Haut sehr, sehr, also meine Kopfhaut, seitdem ich, und das ist ja jetzt auch schon 7 Monate her, nach meiner C-Infektion, ich ja extrem Probleme mit meiner Kopfhaut bekommen habe. Ne? Also ich habe extrem Haarausfall gehabt und extreme Schuppen und wie eine Neurodermitis. Und ich habe echt viel probiert. Ich habe wirklich drunter gelitten und habe dann irgendwann beim Arzt, habe da Medikamente bekommen und alles, alles gut. Das ist auch weg, aber trotzdem flammt es nochmal so ein bisschen auf zwischendrin. Und dafür war das sehr, sehr gut. Das ist ein Peeling für die Kopfhaut. Das ist eine riesengroße Tube. Es gibt auch einen kleinen bei Lookfantastic, habe ich gesehen. Hier sind jetzt 150 Milliliter mit drin. Das bitzelt ein bisschen auf der Kopfhaut. Das lässt man so 10, 20 Minuten drauf auf die Kopfhaut. Der Applikator ist auch ganz gut, dass du wirklich an deinen Ansatz rankommst, einmassieren, auswaschen. Und dann ist es einen Tag kurz schlimm und am nächsten Tag, wenn du die Haare wieder gewaschen hast, ist alles weg. Und das war wirklich, wirklich gut. Und dazu, es riecht sehr gut. Ne? Also ich bin ein großer Freund von Duft, deswegen erwähne ich das im Positiven. An den Haaren ist es mir ehrlich gesagt egal. Ansonsten wasche ich meine Haare gerade aber auch anders. Dazu dann aber zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Kommen wir zur Base. Und da haben viele mich nach meiner Meinung zu der Lancôme Foundation gefragt.
Ich kannte die erste noch nicht. Die ist ja jetzt auch neu aufgesetzt worden. Und ich muss sagen, ich mag die sehr, sehr gerne. Ich kannte die erste nicht, deswegen kann ich euch keine Review zu der ersten Foundation geben. Deswegen verzeiht mir bitte da. Aber ich kann euch sagen, ich benutze die total gerne. Ich habe die in der Farbe, wo ist sie denn jetzt? 305N. Und die passt sehr, 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 sehr gut. Die ist extrem leicht auf der Haut und was ich bei der ganz spannend fand, du kannst sie entweder sehr, sehr minimal auftragen mit einem Pinsel, ganz, 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 ganz leicht und hast sofort ein sehr ebenmäßiges Ergebnis. Oder du kannst sie wirklich aufbauen zu einer Full Coverage Foundation und du brauchst kein Puder. Das ist ja etwas, das habt ihr gemerkt in den letzten Wochen, hat sich bei mir so ein bisschen verändert, dass ich probiere, weniger Puder zu benutzen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Haut einfach ein bisschen mehr Leben haben möchte. Und da mag ich die sehr gerne. Die fixiert sich von selbst. Und das sagen viele Foundations immer, aber wirklich tun, tun sie es nicht. Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt mal, wie es aussieht, wenn wir es einfach drauf lassen. Die Deckkraft ist super, die Shade Range ist gut. Die ist auch nicht so teuer wie andere High-End-Foundations. Ne? Also wenn wir vergleichen beispielsweise, die habe ich jetzt fast leer. Die La Mer Foundation, auch eine sehr, sehr gute Foundation, aber würde ich euch niemals empfehlen für den Preis, ist die gut. Lancôme ist so eine Marke, die sehe ich bei ganz, ganz vielen von euch, dass ihr die Marke sehr, sehr gerne mögt. Ich habe damit noch gar nicht so viele Erfahrungen gemacht, weil ich einfach, ja, das war halt nie so in meinem Preissegment. Und ihr werdet hier einige Produkte sehen, die ich immer so ein bisschen zurückgehalten habe aus Angst, ehrlich gesagt. Weil mein Content ist natürlich super, super drogerielastig und ich will ja ehrlich mit euch sein, ich will euch gar nicht anlügen, aber es gibt auch ein paar High-End-Produkte, die ich total gerne mag. Und ich hatte immer so ein bisschen, ja, ein schlechtes Gewissen trifft es schon sehr, 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 sehr gut. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich euch jetzt eine Foundation für 40 Euro oder ich habe hier ein Produkt, das kostet mir eine halbe Niere, dass das doof rüberkommt. Aber ich will ehrlich mit euch sein und wenn es bedeutet, dass mir ein teures Produkt gut gefällt, dann sollte ich es euch auch zeigen. Ich gucke natürlich immer nach Alternativen zu den teuren Produkten, dass ihr da einfach auch immer eine Alternative bekommt. Ich habe natürlich nicht immer sofort parat eine, aber ich suche immer. Und deswegen, ich hoffe auf euer Verständnis. Das heißt ja nicht, dass günstig. Das Trigger hat mich, glaube ich, so ein bisschen getriggert, dass dann immer, wenn ich ein teureres Produkt zeige, kommt, was ist mit Team Günzmaus? Team Günzmaus ist tot, Team Günzmaus ist hier, Team Günzmaus ist vorbei. Was ist damit? Was ist damit? Nee, ist es nicht. Team Günzmaus ist natürlich immer in meinem Herzen und ich liebe Drogerie-Make-up. Und ich meine, ich mache drei Videos die Woche und davon sind 99% wirklich Drogerieprodukte, die ich benutze. Und dieser eine Prozent, ich habe mich halt nie getraut, diesen 1% zu zeigen, weil ich Angst vor den Kommentaren hatte. Und ich will natürlich, und das sage ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle, ich möchte niemals, dass irgendjemand von euch das Gefühl hat oder nur ansatzweise, dass er etwas haben muss. Ich habe hier ein Produkt. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie teuer der ist. Er ist aber zu teuer. Das ist schön, aber es muss nicht sein. Ich zeige euch das auch nur, weil ich das von einem Gutschein kaufen konnte. Ich hätte niemals in meinem Leben das Geld selbst dafür ausgegeben. Auf der anderen Seite, vielleicht habt auch ihr irgendwann mal einen Gutschein. Vielleicht habt auch ihr irgendwann mal die Möglichkeit, ein Produkt zu kaufen. Und dann denkt ihr euch, okay, aber was hat Maxim gesagt? Jetzt kann ich mir. Ich habe neulich eine tolle Nachricht bekommen von jemandem, der hat einen Gutschein bekommen, 50 € Sephora-Gutschein. Der hat mich gefragt, hey, ich habe einen 50 € Sephora-Gutschein und ich will mir mal was gönnen. Was kannst du mir empfehlen? Und auch da möchte ich der richtige Ansprechpartner für euch sein. Nicht nur für Drogerie, sondern für alles. Fokus natürlich auf der Drogerie. Foundation sieht sehr, 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 sehr gut aus. Ich trage ein bisschen Concealer auf. Dazu habe ich hier von NARS ein Soft Matte Complete Concealer. Da sind 6,2 Gramm drin. Das sieht sehr, sehr klein aus, aber du brauchst davon einfach gar nichts. Und wenn du wirklich starke Augenringe hast, ich trage es mal auf, ist der sehr, 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 sehr gut. Das ist ein matter Concealer. Also der ist nicht creamy, aber dadurch, dass der so kompakt ist, ist ähnlich wie eine Camouflage-Creme, brauchst du nicht viel und dann rechnet der sich auch wieder, weil du einfach nur eine minimale Menge hast und du bist gezwungen, ihn mit deinen Fingern oder mit einem Pinsel aufzutragen und musst dadurch natürlich auch die Menge kontrollieren und verbrauchst nicht so viel wie mit einem Füßchen. Ich glaube, im Vergleich fällt euch direkt auf, wie krass der aussieht,
phänomenal. Ihr seht ja auch, dass ich in den letzten Wochen vermehrt auf Cremeprodukte umgestiegen bin. Ich finde, dass sie einfach nochmal ein schöneres Finish auf der Haut haben. Die Haut ist natürlich ein Organ, was auch mit Feuchtigkeit reagiert, ob wir es von außen oder von innen geben. Und dafür sind cremige Produkte beim Make-up immer so ein bisschen einfacher zu benutzen. Ich habe das Gefühl, ich habe natürlich auch viele Mäuse, die neu anfangen mit Make-up, die sich noch nicht so auskennen. Und bei Puderprodukten ist es immer so ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl, die Kontrolle über den Pinsel zu haben. Wenn du Cremeprodukte benutzt, kannst du ganz einfach deine Finger benutzen oder einen kleinen Pinsel, mit dem du mehr Präzision hast. Der Concealer ist matt, der trocknet auch runter. Ich möchte jetzt ganz bewusst noch nicht fixieren, denn ich muss noch mal über dieses eine Produkt reden. Das hat für mich wirklich alles verändert. Ich kriege so oft Kommentare, kannst du mir dies, kannst du mir das, kannst du mir jenes empfehlen. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich mache ja wirklich viel Content, ne? 3 Videos die Woche hier auf YouTube, dann bin ich noch 2-mal auf dem Kanal von Danny die Woche, dann die ganzen TikToks, die ganzen Reels. Und das hier ist ein Gamechanger gewesen. Das ist dieser Contour Wand von Key Best. Ist ein Dupe zum Charlotte Tilbury Produkt. Ich finde meiner Meinung nach aber deutlich besser. Das ist extrem kühl, sehr, 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 sehr dunkel. Aber das ist die perfekteste Contouring-Farbe, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe schon viele Contouring-Produkte ausprobiert. Schaut euch bitte an, wie schnell ich aussehe wie Bella Hadid. Boom, Contour ist da. Der ist nicht zu kühl, der wird für viele Hauttöne funktionieren. Habt ihr einfach einen so schönen Zwischen und das Ding kostet 9 Euro. Schaut euch bitte diese Contour an. Ich liebe es wirklich. Und du brauchst nicht viel davon. Ein Punkt reicht. Ihr könnt es natürlich übertreiben. Ich will jetzt nicht zu viel benutzen. Genauso wie den Cream Bronzer von Essence. Und vor allem in Kombination mit diesem Key Best Contour Wand ist der sehr, sehr gut. Der hier ist extrem warm, ne? Also da ist Vorsicht geboten. Ich arbeite auch den mit einem Pinsel ein, beziehungsweise könnt ihr den auch erst einfach so ein bisschen auf eurem Handrücken auftragen. Der ist nicht zu warm, aber der schmiegt sich halt perfekt in diesen Konturton mit ein und passt sich dadurch dann so ein bisschen natürlicher an. Jetzt haben wir so einen richtig schönen Gradient-Effekt zwischen Contouring und Bronzing und ich nehme den auch gleich und setze mir den in die Augenbraue. Ganz leicht so ein bisschen hochziehen und möchte wirklich sonnengeküsst aussehen. Ich habe euch nochmal ein Stückchen zurückgezogen, denn wir brauchen noch einen Blush. Und da, liebe, liebe, liebe Mäuse von Catrice, bringt dieses Ding bitte in Standardsortiment in sämtlichen Farben, in Cream Bronzer, in Highlighter. Die Formulierung ist genial. Das ist der Catrice Limited Edition Beautiful You Cream to Powder Blush. Cream to Powder, weiß ich jetzt nicht so, aber der ist echt schön. Ich nehme den mit einem Puderpinsel auf. Ihr seht, der ist schon so ein bisschen eingefärbt, weil ich dadurch weniger Produkt habe und mehr Kontrolle. Und den tupfe ich einfach nur. Ihr seht es, wie ich den Pinsel halte, so angeschrägt. Hier einfach rüber und habe dadurch wie dieses Airbrush Finish. Ganz, ganz leicht. Dadurch habe ich nicht zu viel Produkt. Ihr kennt mich, ich habe meistens zu viel Produkt im Gesicht. Aber so habe ich diesen richtig süßen, sonnengeküssten Touch, den ich so gerne mag. Und dann passt der wirklich so perfekt in diese Kombination zwischen Contour, Bronzer und Blush. Übrigens, ich habe einen Code bei Look Fantastic. Ich habe gefragt, ob wir den permanent machen können. Maxim LF. Einige Produkte hiervon gibt es auch bei Look Fantastic. Schaut da mal vorbei. Da sind wirklich viele spannende Produkte, die man nicht unbedingt in der Drogerie mehr findet oder noch nicht findet. Oder einfach, da hast du eine große Auswahl an vielen verschiedenen Produkten. Auch von wirklich vielen verschiedenen Marken, zu denen man sonst nicht so einen Zugriff hat. Und ich weiß nicht, was der Code hat. Ich glaube 10 bis 15%, je nachdem. Das ist immer unterschiedlich auf die Produkte. Packe ich euch unten rein. Der gilt permanent. Gut, ich fixiere mein Make-up einmal mit dem Coty Airspun Powder. Und jetzt, Freunde, das Produkt, was mich wirklich um viele Nächte gebracht hat, weil ich mich dafür geschämt habe, dass es mir gefallen hat. Und das ist eigentlich der falsche Weg, aber auch da bin ich ehrlich. Das ist von Chante Kai. Ich habe dazu einen TikTok gemacht und in dem TikTok habe ich gesagt, dass ich nicht verstehe, dass das so teuer ist. Das ist der Lotus Radiance Highlighter. 4 Gramm, kostet eine Niere, aber die Farbe ist krass. Also, das ist ein Highlighter, der ist sehr, sehr zart. Ich gucke mal, dass ich ihn euch swatchen kann. Und der ist so zart, dass ich den als Finishing-Puder benutze. Ich nehme einen fluffigen Pinsel, gehe ganz leicht in Restpuder, Face Powder und dann in diesen Highlighter rein. Ihr braucht nicht viel
Und damit fixiere ich meine Base. Der hat, und das, ich weiß nicht, ob es bei euch funktioniert, deswegen, ich zeige euch einfach, warum ich es mache. Der hat so einen rosa Unterton. Und meine Haut ist von Natur aus ein bisschen geröteter. Und die meisten Foundations sind nicht rosa, sondern gelb. Und dadurch kann ich diesen Overall-Effekt meiner Haut anpassen. Ich zeige euch auch gleich, wie er aussieht, ne? Der ist so zart und also du siehst ihn auf der Haut nicht als Highlighter. Das ist ganz spannend. Ich habe erst gedacht so, Alter, was ist kaputt mit euch? Weiß nicht, was das kostet. Viel zu viel Geld. Ich schaue nach einer Alternative für euch. Die Textur ist wirklich besonders, weil der so, er packt nichts drauf, der macht nur Licht. Schau mal, ein ganz leichter Touch Rosé und du kannst ihn, weil der halt so zart ist, wirklich überall rübergeben. Ich habe Tatsache auch noch nie was von Chantecaille vorher gehört. Ich habe es im KDW mal gesehen, aber ich bin halt so eine Maus. Wenn etwas so luxuriös aussieht, dann schäme ich mich dahin zu gehen. Ich fühle mich dann halt immer wie früher, so klein und so, nee, du bist hier falsch. Das ist ein falsches Gefühl. Gefühle sind zwar nicht falsch, aber das ist falsch. Und weiß ich nicht, da habe ich mich immer nicht so rangetraut. Base ist wirklich, wirklich cute. Ich habe noch eine Lippenkombination, die mir sehr, sehr gut gefällt. Lip Liner von Catrice und Jenny. Der ist so ein bisschen bräunlicher und dann den Lippenstift von Max Factor Café Latte. Ist aus der Priyanka-Kollektion. Ich glaube, den gibt es auch so. So ein zarter Roséton. Und der passt so gut zu diesem Lip Liner und auch zu dem Blush. Du kannst den natürlich auch. Machen wir noch, komm, ihr kennt mich. Es gibt nicht zu wenig, zu viel. Du kannst den natürlich auch als Blush nutzen. Der ist so ein richtig muted Blush. Boom. Slay. Das ist so dieses. Das ist das, was mir im Moment so gefällt. Dieses Effortless, dieses. Er hat da gar nichts gemacht. Er hat einfach nur viel Wasser getrunken und ein bisschen Puder benutzt. So, come on, girl. Ich möchte so aussehen. Und eine Mascara habe ich auch noch von Max Factor. Die Masterpiece 2-in-1 Lash Show. Aber da muss ich sagen, mag ich nur die, also am liebsten die gerade Bürste. Die ist zwar nicht wasserfest, aber die hält bombenfest. Und das, Freunde, ist mein Look mit den Monatsfavoriten aus dem März 2023. Ich bin super gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Ich gucke mal, dass ich wirklich alle irgendwie verlinkt kriege. Ich sortiere das ein bisschen, dass ihr da euch da nicht so durchklicken müsst. Ich bin sehr gespannt, welche eure Monatsfavoriten waren. Schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Ich danke euch und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf.